Also dieses überwältigende, bombastische Schönheitsspektakel, das in alles hineinerkannt, hineingesehen wird. Aber was ist eigentlich das, was uns das Schöne erscheint? Letztlich sind es genau solche Strukturmerkmale, die sich ideal eignen, homomorph die anderen, die sie zu verdecken haben, zu überdecken haben, zu verschleiern. Denn schauen Sie sich das ganze Weltentheater einmal genauer, suspekter an, dann erscheint das ja zwar immer unendlich ausgedehnt in Raum und Zeit, nie endend, ungeheuer, großmächtig. Aber die Einzelstrukturen sind als solches weder schön noch hässlich, sondern einfach entweder ausgefranst, bifurkiert, zerfleddert wie Felsenformationen, mandelbrotsche Mengen oder eben liquide wie das Wasser. Der Traum ging dann auch noch lange über das: Ich sehe das Wasser im Ozean. Aber das ist ein anderes Video. Was also ist es, was uns als schön erscheint? Das sind immer Landschaftsformen, Konstellationen, Proportionen, welche mit jenen Silhouettenformen in Übereinstimmung gebracht werden können, welche uns als angeborene Imagines für die Drittveränderungsimperative zur Verfügung gestellt werden. Befruchtungsfurchten, Taleinschnitte mit Berges, sanften Berges, Hügeln toskanischer Machart, auf denen die salomonischen Zicklein weiden, Urglasformen, leichte Schwingungen wie das Kräuseln von Meereswellen durch den Wind oder das Wiegen der Binsen im Wind oder von Weizenähren, dessen Gerbe nicht geizig gewesen sein soll und so weiter. All die artemisischen, aphroditischen Hügel, Bergkuppen, all das, was an die Triebobjekte erinnert, das sanfte Plätschern, das warme Streicheln des Windes, das Chaos der Wüstendünen als Vervielfachung des abgekoppelten, immer sich entziehenden Begehrens. Die länglichen Formen, die Ruten, die Äste, die Verzweigungen und Labyrinthe, Kabale und Liebe. Guten Morgen, Tolo. Jetzt müssen wir noch dieses Nachtgespenst. Ich sehe das Wasser im Ozean.